Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu Experiment Z oder Z oder City oder ZZ. Ich habe ja auf Facebook schon ein paar Bilder gepostet, einen kleinen Trailer erstellt und wollte euch heute mal das Spiel etwas näher bringen und nicht nur ein paar Ausschnitte. Problem ist, das Spiel scheint noch sehr, sehr am Anfang zu sein, denn ich kann weder abspeichern, das Spiel läuft noch nicht flüssig, sprich es stürzt ab, man verliert seine ganzen Sachen, die man gesucht und gefunden hat, seine ganze Kleidung, die Waffen, die Munition. Und Multiplayer-Online-Spiel funktioniert soweit, wenn man dann mal in einen Channel reinkommt, wenn man ein eigenes Spiel erstellt, ja, läuft's relativ flüssig, aber das Problem ist, stürzt das Spiel einmal ab, ist die ganze Gruppe bzw. das ganze Spiel einfach weg. Ihr seht jetzt hier den Startbildschirm. Unten in der Leiste könnt ihr wählen zwischen Multi, also sprich Online-Spielen, Solo, alleine, Shop, da könnt ihr euch schon Sachen kaufen, irgendwelche Coins und einen vollen Rucksack, Munition und der ganze Schiss. Also, wenn die Entwickler eins gemacht haben, dann, dass man schnell Geld verdient, beziehungsweise schnell Geld ausgeben kann. Hier gibt es jetzt zum Beispiel die erste Option, 1000 Coins für einen Dollar. Wie das Ganze funktioniert, habe ich keine Ahnung. Ich werde es auch nicht ausprobieren, weil ich mir grundsätzlich in irgendwelchen Spiele nichts kaufe. Ja. Finde ich unnötig, man kann sich alles erspielen. Und ja, außerdem gibt es rechts neben dem Shop die Kategorie Watch. Da kann man sich Videos, also Kurzvideos ansehen. 30 Sekunden, 20 Sekunden, 25 Sekunden, je nachdem. Und da kann man sich Coins ansehen, also ersehen. Also man kann ein Video ansehen und kriegt dadurch dann nach Ablauf des Videos Coins geschenkt. Ich glaube, ein Coin. Ich weiß auch gar nicht, mit wie viel ich gestartet habe. Ich habe ein oder zwei Videos angeguckt, habe dann dementsprechend pro Video einen Coin bekommen. Und ja, wo die restlichen Coins herkommen, ich habe keine Ahnung. Aber wir werden es, denke ich mal, noch sehen und rausfinden. Und neben der Funktion Watch gibt es ein, wie spricht man aus, Restore. Da kann man das ganze Spiel, so verstehe ich das, komplett zurücksetzen. Und einmal die Settings, die Einstellungen, einmal mit Name, dann die Qualität. Also ich habe jetzt ausprobiert, zwischen Low, Medium und High ist die Qualität eigentlich gleich. Ja, die ist gleich. Also man kann zwar umstellen, aber es bringt eigentlich überhaupt gar nichts. So, ich möchte jetzt auch nicht so viel darum drücken, denn ich bin der Meinung, das Spiel stürzt sowieso wieder ab. Wir starten jetzt einmal in dem Spiel und ich muss vorher noch kurz erwähnen, das Spiel hat an für sich keinen Ton. Leider. Einzig allein, wenn Zombies angreifen, was hier jetzt schon der Fall ist. Wie ihr hört wahrscheinlich, wenn es mit dem Ton funktioniert, die Zombies hört man. Und das scheint neu zu sein. Ich sehe jetzt nichts mehr. Ich sehe jetzt nichts mehr. Das scheint neu zu sein, denn im Wald spawnen normalerweise noch keine Zombies und ich bin tot. Ja. Im Wald spawnen eigentlich noch keine Zombies, aber ja, das scheinen sie jetzt schon mal geändert zu haben, denn normalerweise sind die Zombies nur in der Stadt bzw. im Dorf. Und ich starte jetzt am Airfield. Das ist genauso beschissen, denn erfahrungsgemäß, ich habe es halt vorher schon ein bisschen angespielt, erfahrungsgemäß sind hier auf dem Airfield überwiegend die Zombies. Da steht ein Trecker. Ich hoffe, da ist noch ein bisschen Benzin drin. Denn hier auf dem Airfield ohne fahrbaren Untersatz bist du eigentlich so gut wie erledigt. Hier auf dem
Monitor haben wir noch einmal nach, ja, einmal Einstellungen mit irgendwelcher Werbung. Abbrechen legt mich doch fett jetzt. Genau, kannst du eigentlich nicht viel einstellen. Wir können hier miteinander schreiben, also sprich, wenn Spieler dabei sind, können wir hier irgendwas schreiben. Ein wunderschöner Ton erklingt und so können wir uns eigentlich unterhalten. Oben links neben der Sprechblase sehen wir dann, wer was geschrieben hat. Soundboard soll auch noch kommen. Ich bin mal gespannt, wann. Dann Einkäufe. Wir können uns in dem Spiel, also in-game, verschiedene Kleidung, Extras, Lebensmittel kaufen. Hier weitere Coins, Waffen. Und ich bin der Meinung, da ich ja genug Coins habe und die Coins immer wieder zurückgestellt werden, weil das Spiel irgendwie, wie gesagt, halt wieder zurückgesetzt wird, wenn es abgebrochen ist, würde ich sagen, kaufe ich mir mal hier diese Machete, die ist erfahrungsgemäß relativ gut. Einmal auf den Rucksack klicken, dann Use Item. Wir können auch noch verschiedene Sachen, die wir finden oder kaufen, droppen. Also sprich, wenn ihr zu zweit spielt, was für das Spiel sowieso viel besser ist, meiner Meinung nach, denn es ist relativ schwer. Ihr findet jetzt eine Waffe, ihr habt aber schon eine, somit könnt ihr dann dem Partner oder dem Mitspieler einfach die Waffe auf den Boden werfen, der hebt sie dann auf und kann sie gerne benutzen. So, wir können einmal springen, einmal schlagen und oben links gibt es noch eine Energieanzeige. Das Autosymbol ist dafür da, um in Fahrzeuge einzusteigen. Und die Kamera links ist nicht für ein Bild zu machen, sondern für die Perspektive zu ändern. Da ist ein Zombie. Wo ist der Trigger? Der ist hier. Ich probiere jetzt einfach mal hinzulaufen. Aber ich befürchte, dass dieser Zombie... Ja, er greift an. So, und... Ja, ist ja sehr geil. Ach, und ich habe vergessen, wenn man in ein Fahrzeug einsteigt, das dürft ihr auf keinen Fall vergessen. Ich bin gleich schon wieder tot, ich könnte kotzen. Ach, fuck you. Also, wenn ihr in ein Fahrzeug einsteigt, steckt ihr die Waffe wieder ein, die ihr ausgewählt habt. Am besten, wenn ihr mit dem Auto fährt, parkt irgendwo in der Walachei. Ich starte jetzt. Also, Freunde, ich habe jetzt schon so oft das Spiel solo gespielt. Also, ich habe es versucht. Und ich bin immer mitten im Wald gespawnt. Und jetzt, wahrscheinlich Vorführeffekt, starte ich immer irgendwo, wo Zombies sind. Naja, also die Grafik ist meiner Meinung nach noch ausbaufähig. Da vorne liegt was, aber ich glaube, der Zombie, der sieht mich jetzt. Ja, da komm. Ja, siehste, da komm da. So, ich weiß es nicht, welche Perspektive gegen Zombies einfach besser ist. Die Ego-Perspektive oder die Third-Person-Perspektive. Das muss ich noch ein bisschen austesten. Jetzt geh kaputt, du Huren-Zombie, leck mich doch am Sack. So, Sekunde mal. Genau, hier, was haben wir jetzt hier? Ein paar Kleidung, einfach auf die Gegenstände drauf tippen. So hebt ihr sie auf. Und, ach, falsch. Wir gucken jetzt, wir haben ein Oberteil. Wir haben noch ein Oberteil. Ich lasse das schwarze, ein paar schwarze Schuhe. Droppen und einmal essen. So, jetzt gucke ich mal. Ach, kurz vorab, falls ich mich etwas komisch anhöre, ich bin etwas erkältet. Also bitte nicht wundern, mir geht's echt gar nicht gut, aber ich war jetzt so geil drauf, etwas aufzunehmen. Da habe ich mir gedacht, scheiß auf die Erkältung, jammern kannst du, wenn du in der Kiste liegst, also nimm gefälligst was auf.
So, was wollten wir noch tun? Ich weiß auch noch gar nicht so recht, wie viel ich von diesem Spiel aufnehmen werde, weil es macht zwar Spaß. Scheiße. Siehst du, ach fuck. Hau ab jetzt. Siehst du, scheiß Zombie. Ich habe hier am iPad den Ton aus, damit ich den nicht doppelt aufnehme. Und hab den echt jetzt überhaupt nicht gehört, dieser scheiß Zombie. So, eine Mullbinde. Uah. Sag mal, weißt du, die ganze Zeit suche ich irgendwelche Zombies, um irgendwelche Tricks auszuprobieren. Und jetzt kommen sie alle auf einmal. Vor allen Dingen weiß ich gar nicht, wie die mich sehen können jetzt alle. Ich meine, ich habe noch nie erlebt in irgendwelchen Zombie-Filmen, dass die Zombies reden können, weißt du? Oder mit dem Handy telefonieren. Ach Gott, da sind zwei Stück. Da hinten ist Benzin, hinten rechts. Naja, ich muss hier weg. Ich muss hier weg, sonst bin ich gleich wieder tot. Und gut, ich meine, großartig Ausrüstung haben wir noch nicht gefunden, aber du, ganz ehrlich, ich habe auch keinen Bock, immer wieder zu sterben. Habe ich keinen Bock drauf. Ich laufe jetzt mal gerade den Hügel hoch, denn da oben sind noch zwei Häuser. Da dürfte eigentlich noch ein bisschen Ausrüstung rumliegen. Und ja, wie ihr seht, es ist noch sehr verbuggt und es muss noch einiges an dem Spiel getan werden. Und ich hoffe wirklich, dass die Entwickler noch ein bisschen was an dem Spiel arbeiten und dass sie das nicht einfach so raushauen und jetzt nichts mehr machen. Weil, also ich bin der Meinung, das Spiel hat Potenzial, steckt ein Hauch DayZ drin, ja, wobei ich jetzt das Spiel überhaupt nicht mit DayZ vergleichen würde. Ich würde sagen, die Story ist etwas gleich. Oder ja, Zombies beherrschen die Städte und oder die Dörfer. Und du musst halt überleben. Kannst mit mehreren Spielern spielen, kannst auch PvP und der ganze Dreck. Aber ganz ehrlich, DayZ ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich habe es leider noch nicht gespielt, da mir doch der Computer dafür fehlt. Aber in den anderen Let's Plays, die ich mir angeguckt habe, also DayZ lohnt sich, denke ich mal, auf jeden Fall. So, kommen wir mal kurz zurück hier. Da steht ein Trecker. Benzin liegt unten in der Garage. Da kommen wir natürlich nicht ran wegen zwei Zombies. Hier habe ich jetzt auch schon zwei Zombies gesehen und es lohnt sich nicht wirklich, dahin zu gehen. Also vorne rechts in dem braunen Haus, wo die Zombies jetzt vorbeilaufen, oben auf dem Dachboden habe ich schon mal eine Waffe gefunden, also ein Gewehr. Ja, aber wenn ich da jetzt hinlaufe, zwei Zombies, das würde ich, denke ich mal, nicht überleben. Denn die laufen jetzt nach rechts, siehst du, und kommen jetzt wieder direkt zurück. Das schaffe ich nicht. Und ich denke mir mal, der Trecker ist wie am Airfield, dass da einfach kein Benzin mehr drin ist. Und das lohnt sich einfach nicht. Dann laufe ich hier vorne links, war noch ein Weg, den laufe ich jetzt mal hoch. Also von der Grafik her, wie gesagt, es muss noch sehr, sehr viel getan werden. Ich meine, wenn du guckst hier, das Gras ist einfach nur überwiegend viereckig und die Wolken haben sie schön hinbekommen und Sonnenuntergang und Mondaufgang und Sonnenaufgang. Das ist relativ cool. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich einen Screenshot gepostet habe, wo ich im Mondschein stand. Also das ist relativ geil. Und hier die Bäume, je näher ich komme, umso realistischer werden die Blätter. Und ja, also es muss alles noch gefixt werden. Und wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass die Entwickler sich jetzt nicht drauf ausruhen, dass sie ein 0815-Spiel programmiert haben, raushauen und der Support auf der Strecke bleibt. Ich hoffe es nicht, denn ich würde das Spiel gern öfter spielen. Natürlich auch mit Speicherfunktion und mit, ja, dass die App stabiler läuft.
Das würde ich mir sehr wünschen. Die Grafik vielleicht noch ein bisschen verbessern. Wobei ich spiele jetzt auf dem iPhone, auf dem iPad. Der Wishmaster hat es auf dem iPhone 6 ausprobiert. Da siehst du schon ein bisschen, oder da siehst du schon einen Unterschied für die, also mit der Grafik. Auf dem iPhone 6 ist es definitiv etwas besser. Jetzt nicht so großartig, aber ja, ich wollte es eigentlich auch am iPhone 6 aufnehmen. Da haben wir eine Hütte. Haben wir hier Zombies? Nee, ne? Also von da ist jetzt bestimmt nichts drin. Ja, ich wollte es am iPhone 6 aufnehmen, aber da ist mir das Display viel zu klein. Und was haben wir hier? Nix. Was haben wir hier? Ein Ofen mit Kamin. Ah, hier haben wir was zu essen. Das können wir sehr gut gebrauchen. So, was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Ich esse jetzt gerade mal was. So, volle Energie. Und jetzt einmal darüber. Das war's auch schon. Super. Ja. Ja, hier guck, wenn ich gegen Baum laufe, also ich laufe einfach durch. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Ich hoffe sehr, dass die Entwickler noch ein bisschen weiter dran arbeiten. Denn das Spiel hat Potenzial und ich denke mir mal, mit 3, 4 Leuten macht das Spiel auch ziemlich Spaß. Vor allem, da die Zombies da nicht mehr so stark sind. Also wenn du allein gegen 3, 4 Zombies kämpfst, hast du einfach verloren. Ja, da brauchst du schon einen Flammenwerfer oder sonst irgendwas, sonst hast du einfach verloren. Und wie gesagt, mit 2, 3, 4 Leuten da schön ein Spiel erstellen und einfach mal durchzocken. Hast du einfach bessere Chancen, kommst auch viel weiter, wobei ich halt nicht weiß, wie groß die Welt momentan ist. Ja, ich weiß nicht, ob sie begrenzt ist oder ob es jetzt schon Open World ist. Weiß ich alles nicht, weil du kommst, wenn du alleine spielst, einfach großartig nicht weiter, weil ja, die Zombies, die knallen, die ballern dich einfach ab. Ja, und hier bleibst du immer stehen, beim Laufen und ja. So, hier haben wir noch mal 2 Zombies. Ich versuche jetzt auch mal gegen die zu kämpfen. Sollte die sterben, werde ich, denke ich mal, auch das Video beenden. Denn das soll alles nur eine kurze Einführung sein in das Spiel selbst. Und das Spiel ist übrigens, hallo, kommst du oder kommst du nicht? Das Spiel ist übrigens umsonst. Und wenn ihr Bock auf das Spiel habt, lädt es euch einfach runter. Ihr könnt es ja auch iPod, iPhone oder iPad lassen. Und ja, guckt einfach, ob es Aktualisierungen gibt. Und ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Ab jetzt. Zack. Ich bin einfach gespannt, wie weit das Spiel noch gemacht wird, wie es an für sich. Ach Gott, da ist ein Zombie, leckt mich am Arsch. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, hau ab jetzt! Ich muss ehrlich sagen, ich hasse ja Zombies, ja. Ich mag auch keine Zombie-Filme oder so. Und ich habe mir ist das iPad fast aus der Hand jetzt gefallen. Gut, so. Mir ist das iPad fast aus der Hand gefallen, weil ich mich echt so erschrocken habe. Und ach, leckt mich doch. So, Munition. Da ist was zu essen, beziehungsweise umgekehrt. Zack. So, eine Waffe haben wir hier immer noch nicht. Da ist ein Oberteil, das brauchen wir nicht. Laufe ich jetzt mal einmal hoch. Draußen läuft noch ein Zombie. Und ich muss mir irgendwas einfallen lassen, dass ich, oh, einmal Medikamente, dass ich den Ton irgendwie mitbekomme. Denn gerade bei diesem Spiel bist du auf den Ton angewiesen, weil ich habe den Zombie jetzt echt nicht gehört. Und normalerweise, da liegt noch eine Sonnenbrille, machen wir einen auf James Bond. Ja, guck mal, ich sehe doch schon geil aus, oder? Komm, gib's zu. Ja, wie ein Hipster, die Knöchel frei. Ah, wunderbar. Da läuft ein Zombie. Ist das der einzige jetzt? Was ist das? Oh, ein Helm. Dann ziehen wir den Helm an. Zack.
Bringt sonderlich nicht viel, aber sieht cooler aus. Ach, zwei Stück schon wieder. Oh, Maria Josef, du ahnst es nicht. Ich würde jetzt gern hier in die Scheune rein. Aber die kommen sowieso gleich, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Oder? Da sind Medikamente. Ich laufe mal die Treppe hoch. Ah, Medikamente. Hallo. Ach. Einmal Medikamente. So, jetzt bin ich hier. Siehste, ich hab's doch gewusst. Ich hab's gewusst. Zack. Ach Gott, guck mal da. Hä? Lecker Schmecker. Hau ab. Und da ist der nächste. Zack. Das überlebe ich, glaube ich, nicht. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben jetzt schon über 17 Minuten aufgenommen. Oh, ich habe es überlebt. Ja, voller Pro-Gamer. Zack. So, eine Waffe liegt nicht, denn hier lag sie die ganze Zeit. Oh, fick dich. Sag mal. Hau ab jetzt. Hau ab, hau ab. Verpiss dich jetzt. Hallo. Ich habe doch nur zwei Zombies gesehen. So eine Scheiße. Medikamente. Hallo. Und da. Ah, guck mal da, wer da ist. Uah. Den meinte ich eigentlich nicht jetzt. Aber komm. Ah, Chérie, mon amour. Je t'aime, I love you. Hau ab, du. Guck mal. Wer ist denn da, unser Adolf? Hallo Adolf! So, ich nehme mir gerade ein paar Medikamente. Jetzt guck mal da. Adolf! Guck mal, der Adolf, er lebt. Er lebt. Hipster Adolf und ich werde hier gerade. Ach, guck mal da, da ist ja noch ein Hipster Adolf. Zack! Ah, super. Zwei Hipster Adolfe. Wie sagt man eigentlich Mehrzahl zu Adolf? Adolfe, Adolfe. Guck. Wo kommt denn dieser Penner jetzt her? Siehst du, genau das meine ich. Ja, jetzt frisst er mich natürlich noch. Ja, lass dir schmecken, du Drecksack. Das meine ich. Das ist. Ich gehe jetzt noch einmal rein. Ja, und dann könnt ihr sehen, dass wirklich alles weg ist. Keine Coins mehr und. So, super, wo bin ich denn? Ich starte immer in irgendeinem Dorf. Das ist da. Oh, aber guck mal da. Ausrüstung. Das ist doch zum Kotzen. Ach, das gute alte Nudelholz von der Oma. Et Nudelholz von der Oma. So. Zack. Einmal wegschmeißen. Et Nudelholz. Komm, jetzt gehen wir noch einen Zombie verprügeln mit Nudelholz und dann beende ich mal die Aufnahme, weil. Es bringt eigentlich nicht sonderlich viel. Ja. Also solange ich keinen Zwischenspeicher machen kann, bin ich der Meinung, dass sich das Spiel ja, nicht so lohnt zum Aufnehmen bzw. zum Spielen. Denn ey, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock immer von vorne anzufangen. Und ja, weil ich. Nicht nur ich, jeder möchte ja auch im Spiel weiterkommen, abspeichern. Weil, guck mal, wenn ich jetzt einen ganzen Rucksack voll gesammelt habe. Ja, damit. Und ich sag mir jetzt, keine Ahnung, ist spät, ich geh pennen oder. Komm, ich verprüfe dich jetzt mit Nudelholz, du. Ach komm, du geile Sau. Ach, guck dir die an. 90, 60, 90 die Maße. Anderes Bein natürlich auch. Ja, wo war ich? Was wollte ich sagen und geschlugen? Ja, genau. Wenn ich jetzt einen Rucksack voller Material habe, voll Munition und Waffen und der ganze Schiss, dann möchte ich natürlich auch abspeichern und nicht, wenn ich das Spiel ausmache, ist alles weg. Ja, ganz ehrlich, das bringt mir überhaupt nichts. Und mal gucken, vielleicht haue ich hin und wieder mal eine Folge raus.
Oh, was habe ich denn hier? Eine gute Kleidung. Nee, ich bleibe einfach schwarz. Ja, ich denke mal, ab und zu werde ich eine Folge aufnehmen. Vielleicht werde ich die nächste Folge mal online spielen. Ich habe noch gar keine Ahnung. Vielleicht warte ich auch, bis ein Update rauskommt. Und werde dann das Update vorstellen. Werde vielleicht sogar das Update mit euch zusammen erstellen oder installieren. Und guck mal da, Jackett. Zack, das lassen wir jetzt an. Sau geil. Was ist das? Nee, komm, ich bleib schwarz. Ja, vielleicht werde ich das Update dann zusammen mit euch machen. Mal gucken, vielleicht. Ja, also das Spiel möchte ich definitiv weiterspielen. Ah, mal gucken. Ich verklopp noch hier die gute alte Ex-Frau mit dem Nudelholz. Hier vorne ist wieder unser Quoten-Adolf. Der natürlich angepisst ist, weil er verloren hat. Zack, hau ab, hau ab, hau ab. Vorne läuft noch ein Zombie, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Und einmal Tabletten reinschmeißen. Und dann würde ich auch sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in dieses Spiel geben. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, zieht's euch runter, ist kostenlos, noch auf jeden Fall, vielleicht kostet irgendwann mal was, wenn es vielleicht gefixt ist. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag, egal wann ihr das Video guckt, und hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich wie immer, wie immer über einen Daumen nach oben sehr freuen und Kritik. Ja, lasst Kritik da, ich bin immer offen für Kritik. Und ansonsten war es das. Wie gesagt, ich wünsche euch einen... Jetzt sehe ich nichts mehr. Ach, unser Adolf. Ich sehe es überhaupt nichts mehr. So. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen traumhaften Tag. Verabschiede mich mit meinem Adolf, der irgendwie am Kacken ist oder sonst irgendwas. Oder am Chillen oder ist bekifft. Schaut euch das Bärtchen an. Ich bin raus. Bis demnächst. Ciao, ciao. Macht's gut.